Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eisenbahnromantik. In unserer heutigen Folge dreht sich fast alles um Bs, nämlich um bayerische und badische Bahnbegebenheiten. Viel Spaß! Auf dem Bahnhof in Zwiesel im Bayerischen Wald ging an diesem Wochenende so mancher Jugendtraum in Erfüllung. Einmal Lokomotivführer sein. Der Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde machte es möglich. Da standen auf einem Abstellgleis die alten, zum Teil schon ausrangierten Dampflokomotiven zur Bewunderung bereit. Sie wurden fotografiert von hinten und von vorne und die Buben und Mädchen nützten diese Tage der offenen Tür weidlich aus. Es war alles erlaubt, auf und in der Lok. Bloß abfahren durften sie nicht, die kleinen Eisenbahningenieure. Dafür durfte jedermann an 4 Sonderfahrten eines Oldtimer-Zuges von Zwiesel nach Eisenstein teilnehmen. Auf geht's, schnaufte die kleine Lok Osser, Baujahr 1922, als sie sich am Freitag früh in Bewegung setzte, gut gerüstet mit 2,5 Tonnen Kohle und 3,5 Kubikmeter Wasser im Kessel. Mit Packwagen und 2 Reisewagen aus der guten alten Eisenbahnerzeit zog die 32 Tonnen schwere Lilliput-Lok davon. Wärmer schon Backer, meinte der Lokomotivführer. Und die Eisenbahnfreunde genossen sichtlich die Reise in den strahlenden Maimorgen, freuten sich an jedem Rüttler, der sich spürbar auf die blank gescheuerten Holzbänke übertrug und schnupperten den Duft von verbrannter Kohle wie edles Parfum. Der Samstag endlich war dann der große Tag für die rund 800 Bayerwaldgäste aus dem ganzen Bundesgebiet. Ein Sonderzug, abwechselnd von 7 verschiedenen Lokomotiven gezogen oder geschoben, führte sie durch die schönsten Gebiete des Bayerischen Waldes. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Bärwurz Express. Bärwurz, da sind wir eine Erklärung schuldig. Die Bärwurzel wächst nur im Gebiet um Arber, Rachel und Lusen und daraus brennen oder destillieren die Weidler einen klaren Schnaps, der es in sich hat. Selber mal probieren. Die Fahrtstrecke: Deggendorf, Plattling, Straubing, Miltach, Bleibach, Fichtach, Gotteszell und zurück nach Zwiesel. Eine herrliche Entspannung nach delegierten Tagungen, Vorträgen und Filmvorführungen. An den schönsten Punkten waren Fotohalte vorgesehen. Eine Miss Bärwurz wurde gewählt. Und eigentlich hätte man noch St. Petrus zum Schutzheiligen des Unternehmens küren müssen. Denn er jagte alle aufkommenden Regenwolken hinüber ins Straubinger Gäu. Gestern Morgen in Basel. Der erste Containerbahnhof in der Schweiz wird in Betrieb genommen. Die Spezialkrananlage kann in wenigen Stunden einen Güterzug mit den 12 Meter langen und 30 Tonnen schweren Überseecontainern beladen. Von hier aus werden künftig die aus den Nordseehäfen eintreffenden Riesenbehälter umgeschlagen
und in die Schweizer Bestimmungsorte weitergeleitet. Doch dieser Knotenpunkt des Güterverkehrs gehört nicht der Schweizer, sondern der Deutschen Bundesbahn. Er ist ein Teil des Badischen Bahnhofs in Basel, der seit 116 Jahren der Deutschen Bahn gehört. Dieser Bahnhof liegt auf Schweizer Territorium, auf der weit in deutsches Gebiet hineinreichenden Landzunge. Ein Teil der Gleise verläuft als Transitstrecke von Freiburg nach Waldshut. Dieser Bahnhofsbau kam durch einen Vertrag zwischen dem badischen Großherzog und der eidgenössischen Regierung im Jahre 1852 zustande. Ein Vertrag, der ein Stück Europa vorwegnahm. So sah der erste badische Bahnhof aus, der im Jahre 1855 erbaut worden ist. Aus jener Zeit die Fürstenwartehalle und der dazugehörige Garten. Die Zeiten haben sich geändert, doch geblieben ist jeder Buchstabe des historischen Vertrages. Zum Beispiel verläuft die Grenze an der ersten Stufe der Treppe. Dahinter beginnt der deutsche Besitz, was aber nichts an den Schweizer Hoheitsrechten ändert. Das bedeutet, dass die Post auf dem Bahnhof unter Schweizer Regie steht. Ein anderes Kuriosum: Dies ist der einzige Bahnhof der Deutschen Bundesbahn, auf dem man in fremder Währung zahlen muss. Fahrkarten gibt es nur für Schweizer Franken. Was kostet das, bitte? 41,80. Auch die Polizeihoheit wird von Schweizer Beamten ausgeübt. Die Koexistenz ist aber nicht nur friedlich, sondern geradezu freundschaftlich. Einige Probleme bringt die Sonderstellung dieses Bahnhofs für die hier arbeitenden 200 Beamten. So erfolgt die Besoldung nach deutschem Gesetz. Arbeitsrechtlich aber gelten die Schweizer Gesetze. Eine Folge? Die Beamten haben hier 4 Feiertage weniger als ihre Kollegen jenseits der Grenze. Hier ist aber auch der einzige Ort, wo ausländische Staatsangehörige als deutsche Beamte arbeiten. Auf den obligatorischen Eid auf die deutsche Verfassung verzichtete man in diesem Falle. Besondere Qualifikationen werden von den Beamten im Schaltwerk verlangt. Denn sie müssen sowohl das deutsche als auch das Schweizer Schaltsystem beherrschen. Die deutschen Eisenbahner stehen in ständigem Kontakt mit ihren Schweizer Kollegen auf dem 4 Kilometer entfernten SBB, wie man den Schweizer Bahnhof in Basel nennt. Für die Züge, die in den badischen Bahnhof einfahren, existiert die Grenze nur auf dem Papier. Niemand bemerkt sie, ausgenommen der Lokführer. Denn zwischen dem deutschen und dem Schweizer Stromnetz gibt es hier eine Lücke. Dies wird auf dem Spannungsmesser erkennbar, denn die Stromzufuhr fällt für eine Sekunde aus. Die Zoll- und Passkontrolle ist jedoch schon lange vorher während der Fahrt vorgenommen worden. Der Trans-Europa-Express ist nur einer von 330 Zügen, die hier täglich ankommen. Der badische Bahnhof ist ein bedeutender Knotenpunkt der Eisenbahn. Der größte Teil der Reisenden von und nach Basel benutzt den badischen Bahnhof. Zahlreiche Züge laufen den Bahnhof nur im Transit von Deutschland nach Deutschland an, etwa auf der Strecke von Freiburg nach Konstanz. Ein anderer Teil fährt weiter in die Schweiz. Die Züge, die hier enden, werden zum großen Teil von deutschen Pendlern benutzt, die in der Schweiz arbeiten. Über das völkerrechtliche Kuriosum dieses Bahnhofs wurde vor 10 Jahren eine Doktorarbeit verfasst. Der Autor war der Sohn des letzten Bahnhofsvorstehers. Doch ist dieser Bahnhof mehr als nur ein Kuriosum, denn hier ist vor über 100 Jahren ein Stück Europa Wirklichkeit geworden. An der Bahnlinie Aalen-Crailsheim. Wie an vielen Orten in Baden-Württemberg steht hier ein verlassenes Bahnwärterhäuschen. Durch die Rationalisierungsmaßnahmen der Bundesbahn ist es überflüssig geworden. Posten Nummer 31 verfällt. Der Bahn- und Streckenwärter, der hier wohnte, konnte eingespart werden, weil die Bundesbahn automatische Schrankenöffner entwickelte. Was sollte nun mit den verlassenen Bahnwärterhäuschen geschehen? Sie einfach verfallen lassen? Man kam vor einigen Jahren auf den Gedanken, sie an Interessenten zu verkaufen. So zum Beispiel diesen ehemaligen Bahnhof zwischen Pforzheim und Calw. Züge halten schon seit 3 Jahren nicht mehr. Dafür wohnt hier jetzt ein kinderreicher Bahnbeamter, der das Haus für nur 8.000 Mark kaufen konnte. Allerdings muss er hinnehmen, dass die nächste Ortschaft kilometerweit entfernt ist. Solche Nachteile stören die Interessenten nicht. Diese Erfahrung hat jedenfalls Horst Reinsch von der Bundesbahndirektion Stuttgart gemacht. Im Allgemeinen werden die Bahnwärterhäuser für gekauft von den bisherigen Bewohnern des Hauses, mindestens zu 80%. Sie kosten so zwischen
12 und 20.000 Mark sind 80 bis 100 Jahre alt. Eigenartigerweise können wir also bei weitem nicht die Nachfrage decken, denn wir kriegen jeden Tag 5 bis 10 Anfragen, nicht? Habt ihr irgendein Bahnwärterhaus für uns? Die vorbeidonnernden Züge bestimmen den Lebensrhythmus der Gleisanlieger. Nach ihnen können sie ihre Uhr stellen, wenn sie dem Werbeslogan vertrauen, pünktlich wie die Bundesbahn. Unter 20 Konkurrenten bekam der Arbeiter Dieter Zeppan den Zuschlag für dieses ehemalige Streckenwärterhaus. Es ist 100 Jahre alt, hat ca. 80 Quadratmeter Wohnfläche und dicke Sandsteinmauern. Wie fühlt sich der Besitzer eines Bahnwärterhäuschens? Wir haben dieses Bahnwärterhaus um 5.000 Mark als Eigentum uns angeschafft. Wir haben allerdings, da kein elektrischer Strom hier war, noch weitere 5.000 Mark investieren müssen. Aber uns gefällt es hier sehr gut. Ich möchte immer hier bleiben und die Züge, sie stören uns überhaupt nicht. Völlig umgewandelt hat Franz Lehnhardt, Gärtner bei der Bundesbahn, sein Häuschen in Möglingen bei Schwäbisch Gmünd. Er übertünchte das einheitliche Grau mit weißer Farbe und hofft nun, dass die Strecke bald elektrifiziert wird. Sonst schwärzen ihm die Dampflokomotiven sein mühsam gestrichenes Haus wieder ein. Innen präsentiert sich die ehemalige Bahnwärterstube als moderne Küche. Frau Lehnhardt hat noch nie angebranntes Essen auf den Tisch gestellt. Wenn der 12-Uhr-Zug kommt, muss der Topf vom Herd. Besonders beliebt sind die landschaftlich schön gelegenen Bahnwärterhäuschen am Bodensee und im Schwarzwald. Die ehemaligen Zweckgebäude werden in Wochenendhäuser verwandelt oder wie hier bei Wildbad in eine Gastwirtschaft. Der Keller des massiven Steinhauses ist so kühl, dass der Wirt sich einen Eisschrank sparen kann. Die Stammgäste haben sich schnell an die Züge gewöhnt und wenn der Nachtzug vorbei ist, wissen sie, dass für sie die Polizeistunde gekommen ist. Die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands verwandelte ein Bahnwärterhäuschen in ein Familien- und Jugenderholungsheim. Viele tausend Arbeitsstunden als Eigenleistung der Eisenbahner waren nötig, um dem halb verfallenen Gebäude sein jetziges Aussehen zu geben. Für nur 3 Mark pro Übernachtung können Sie jetzt hier bei Wildbad Ihre Ferien verbringen. Die Nachfrage ist so groß, dass die Gewerkschaft viele Anfragen nicht berücksichtigen kann. Was immer aber hier die Eisenbahner tun, Betten machen, spielen oder lesen, immer hören Sie das Ihnen vertraute Geräusch vorbeifahrender Züge. In den Ohren der Eisenbahner Musik. Lindau, Hauptbahnhof. Ein Sonderzug verlässt die bayerische Insel im Schwäbischen Meer. Sein Ziel? München. Das Motto? Mit Dampf nach München. Denn der Zug hat vorne dran eine Tenderlok der Baureihe 2-4, eine 24er, also wie die Fachleute sagen. Die Lok gehört nicht der Bundesbahn, sondern der Arbeitsgemeinschaft Eisenbahnkurier. Eisenbahnfreunde sind es also, die das schwarze, schnaufende Dampfross am Leben erhalten und mit freundlicher Genehmigung der Bahn auch durch die Lande fahren lassen. Der Lokführer ist Gerhard Moll, eigentlich nicht mehr Lokführer, sondern schon in leitender Verwaltungsstellung. Der Heizer ist Jörg Sekund, eigentlich nicht mehr Heizer, sondern schon Oberlokomotivführer. Als Mitglieder der Eisenbahnkurierarbeitsgemeinschaft aber betreuen sie die 24er und Jörg Sekund muss zwischen Lindau und München 70 Zentner Kohlen in das Feuermaul der Lok schieben. So erweist er der 1928 in Elbing gebauten Dampflok die gebührende Ehre, was auf der ganzen Fahrt auch Tausende von Fotografen und Filmern am Bahndamm auf ihre Weise tun. Immenstadt im Allgäu. Die gute alte 24er hat Durst bekommen. Wie gut, dass im Bahnhof die alte Wasseranlage noch nicht abmontiert ist. Sonst hätte vielleicht die Immenstädter Feuerwehr aushelfen müssen. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Eisenbahnkurier haben rechte Sorgen mit ihrer 24er Dampflok.
Noch heuer muss sie zur Hauptuntersuchung. Und da befürchtet man, dass dies an die 100.000 Mark Unkosten zur Folge haben wird. Da haben es die Eisenbahnfreunde mit ihrem 38 Jahre alten Metropa-Speisewagen schon leichter. Der kann nicht viele technische Wehwehchen haben. München Hauptbahnhof ist erreicht. Mit vielen langen Aufenthalten auf den größeren Bahnhöfen ist der Dampfzug 8 Stunden unterwegs gewesen. Bewundert und bestaunt von allen Seiten, viel mehr als der modernste TEE-Zug. Auch unsere nächsten beiden Beiträge handeln von Dampflokomotiven, von einem traurigen und von einem freudigen Kapitel, das traurige zuerst. Sehen Sie die Bilder, wie diese wunderschönen Dampfloks zerlegt werden und anschließend, das kam allerdings wesentlich seltener vor, den Wiederaufbau einer alten Dampflokomotive, nämlich der 50622 anlässlich des 150-jährigen Jubiläums 1985. Dampflokomotiven. Schnaufferdl, Bockerl, Dampfrösser. Mit all diesen liebevollen, nahezu zärtlichen Beinamen hat die schier unübersichtliche Zahl der Dampflokomotivenfreunde den Gegenstand ihres Hobbys, ja ihrer Leidenschaft bedacht. Da werden für die 120 Tonnen Riesen, die Kohle und Wasser en masse verschlingen, große Empfänge gegeben, anlässlich eines 70-jährigen etwa oder gar eines 100-jährigen Jubiläums. Da erweisen Tausende von Neugierigen einem Verkehrsmittel ihre Referenz, dass die Zeit der Maschinenherrschaft, der Fabrikarbeit, aber auch der schnellen Überwindung von Entfernungen eingeleitet hat. Zur letzten Fahrt auf dieser Strecke oder zur allerletzten Fahrt einer Lok vom Typ 007. Da werden die Berichterstatter gerufen, wird alles noch einmal auf Hochglanz poliert und da wird dann der letzte Weg mit Volldampf zurückgelegt. Aber wohin führt dieser Weg eigentlich? Denn nicht alle können einen Platz im Museum erhalten. Das wirklich letzte Ziel erreicht eine ehemals so stolze Lok, die gut und gern ihre 40 Jahre auf dem Buckel hat, jedoch nicht mehr aus eigener Kraft. Eine Diesellok muss die ausgemusterte Ahnherrin hereinschieben in den Friedhof der schwarzen Riesen. Die 050er, die 70 Mal um den Erdball oder über 3 Millionen Kilometer auf den Gleissträngen gelaufen ist, oder andere Veteranen in Grafenwöhr, einem der 4 Lokomotiven-Verschrottungsdepots in der Bundesrepublik, ist für alle das Ende gekommen. Nur wer jetzt 25.000 Mark auf den Tisch blätterte, einen Vorgarten und ausreichend Geld für Transport und Unterhalt besitzen würde, der könnte den Riesen noch retten. Heute sind es noch 740. In den 50er Jahren waren es noch 12.000 dieser stinkenden und fauchenden dampfgetriebenen Maschinen. Und nach 5 Tagen, so lang dauert der Exitus des gelungenen Werkes, wird es wieder eine weniger sein. Da frisst sich der Schneidbrenner in Seitenteile, Führerhäuser, Dome, Rauchkammern, Feuerbüchsen und Tender. War das bei Ihnen auch ein Jugendtraum, dass Sie als 6- oder 10-Jähriger im Führerhaus einer Dampflokomotive stehen wollten? Ja, sicher habe ich als Junge auch einmal geträumt. Welcher Junge träumt das nicht? Und wenn Sie heute als Geschäftsmann Ihren Jugendtraum zerlegen oder besser gesagt zerlegen lassen, blutet Ihnen da nicht das Herz? Nein, nicht mehr. Dann ist von Träumen keine Rede mehr. Da heißt nur noch hart und scharf kalkulieren. Und wie viel von diesen Dampfrössern haben Sie zerlegen lassen? Das sind jetzt über 200. Eine Geschichte, die mit der ersten einsatzfähigen Dampflokomotive im Jahr 1829 begann und die so aufregende Kapitel aufweist wie die bayerische S2, die 157 Kilometer schnell war und das bereits 1907. Diese Geschichte wird hier bald zu Ende gehen. Wer seinen Kindern oder Enkeln den alten Traum vom Lokführer, der den Istanbul-Express sicher durch Nacht und Nebel fährt, noch am nicht-musealen Exemplar klarmachen will, muss sich ranhalten mit der Fahrt auf einem der Dampflok-getriebenen oder gezogenen Züge. Denn in 2 Jahren wird auch die letzte Lok den Weg alles Irdischen gegangen sein. Lassen Sie sich nicht täuschen. Hier wird nichts versilbert,
nur Rost und die alte Farbe abgelöst, bis das blanke Metall wieder hervorscheint. Mit Sand und viel Druck abstrahlen, der erste Ausbesserungsschritt. Mindestens alle 4 Jahre wurden die Dampfloks hier auf Vordermann gebracht. Wichtigstes dabei die Untersuchung der Dampfkessel. Auf jeden Fall war das nötig, wenn die Lok mehr als 200.000 Kilometer gefahren war. Schnellzugloks nach 300.000 Kilometern. Im Laufe der Jahre wurden in Offenburg um die 20.000 Loks ausgebessert. Reparaturzeit damals pro Lok etwa 3 Wochen. Die Kesselschmiede, der größte Bau des Ausbesserungswerks, 140 Meter lang, 1926 erbaut. Eine zeitgenössische Beschreibung. Hier arbeiten Kesselschmiede mit Lufthämmern, Stämmern und sonstigen schweren Werkzeugen. Nervenzerrüttende, ohrenbetäubende Arbeit. Eine Offenburger Zeitschrift schrieb am 22. August 26 zur Einweihung der neuen Kesselschmiede einen vorausschauenden Satz. In dieser neuen großen Dampflokklinik zu Offenburg werden in nicht mehr ferner Zeit den Rossen die Rauchkammern wie Blinddärme ausoperiert werden. Es siegt über den Dampf die Elektrizität. Wie wahr? Im August 1972 haben wir die letzte Dampflokomotive verabschiedet. Gar manchem unserer Mitarbeiter wird es damals weh ums Herz gewesen sein, weil ja doch eine Arbeit, die über zig Jahre hier im Werk war, nun von einem Tag auf den anderen nicht mehr war. Doch wir hatten das Glück, 1972 bereits mit anderen Fertigungen wieder betraut zu werden. Und als Ersatzfertigung bekamen wir das Herrichten von Bahndienstwagen und die Unterhaltung von Bahndienstwagen ins Werk. Dies ist eine Fertigung, die bis zum heutigen Tag unsere Mitarbeiter teilweise zumindest auslastet. Weiterhin werden Stahlbauteile gefertigt und sogenannte Oberbaugeräte wie Ketten und Seile aufgearbeitet. An 34 Loks konnte früher hier in der Lokrichthalle gleichzeitig gearbeitet werden. Fast verloren heute die Baureihe 50. 1952 wurden 470 Loks in einem Jahr aufgearbeitet, eine Rekordleistung. Damals arbeiteten auch noch mehr als 1.300 Mitarbeiter im Ausbesserungswerk. Seitdem ist die Belegschaft um über 1.000 zurückgegangen. Seit 13 Jahren wurde niemand mehr neu eingestellt. Wenn der Kessel erneuert ist, wird die Lok wieder auf Achse gestellt, wie es so schön heißt. Die Begeisterung der Mitarbeiter, Dampfloks wieder aufzuarbeiten, hielt sich anfänglich sehr in Grenzen, hatte man sich doch an die neue, weniger schmutzige Arbeit gewöhnt. Es wurde nicht gleich Hurra gerufen. Doch mit der Wiederaufnahme dieser Arbeiten kam eigentlich der Enthusiasmus, wenn ich so sagen darf, wieder zurück. Und ich möchte meinen, dass in den vergangenen Wochen und Monaten ein jeder mit Leib und Seele mit dabei war. Er fühlt sich nun wieder in die vergangene alte Zeit zurück. Die gute alte Zeit und die meist verklärte Erinnerung daran. Sie sollte allerdings über eines nicht hinwegtäuschen. Ein reines Zuckerschlecken war die Arbeit im Ausbesserungswerk nie. Die Kollegen in Offenburg haben trotz einer Dampfpause von 12 Jahren nichts verlernt. Innerhalb eines halben Jahres haben sie aus einem Haufen Schrott ein fahrtüchtiges Schmuckstück gemacht. Die Güterzuglok Baureihe 50 wird über die 150-Jahr-Feier hinaus mit Sicherheit auch noch in das nächste Jahrzehnt hinein dampfen. Mit der Erfindung der Dampflok war es den Menschen vergönnt,
einem Klumpen Eisen Leben einzuhauchen. Seit bei unserer Bundesbahn die alten Dampfrösser ihren letzten Schnaufer getan haben und längst nur noch Nostalgie sind, wächst die Fangemeinde der alten Dampfloks. Das älteste Ausstellungsstück in Basel erblickte in Württemberg das Licht der Welt. Bei der Firma Kessler in Esslingen wurde diese Lok 1891 gebaut. Einige technische Daten. Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer. Leistung 551 PS. Achsfolge 2B, das heißt zwei Vorlaufachsen und zwei angetriebene Achsen. Ausrangiert 1947, vor 10 Jahren aber von Eisenbahnfreunden zum Leben wiedererweckt. Spleen und Luxus gehören bei der Eisenbahn häufig irgendwie zusammen, sei es im Kleinen oder im Großen, wie hier bei diesem Luxuswagen. Dieser Wagen hat eine ganz große Geschichte. Er fuhr damals, nachdem er im Jahre 1929 gebaut wurde, mit den großen Luxuszügen des Côte d'Azur Expresses von Paris nach Lyon, Mittelmeer und die großen Kurorte am Mittelmeer. Sein Interieur ist sehr gepflegt mit Intarsien, Täfer, Holz, Mahagoni, mit Alabaster. Und so sind verschiedene Wagen verschieden ausgestattet worden. Was gleich um die Ecke biegt, ist einmalig in Europa. Ein Ungetüm, ein technischer Dinosaurier. Das ist ein alter Dampftriebwagen, der wurde 1902 gebaut von Esslingen für die Schweizerische Nordostbahn. Der wurde erst um 1900 bestellt, 1902 bekam ihn schon die Schweizerische Bundesbahn, das war dann die Übernahme. Der wurde für eine Vorortslinie gebaut, in der Nähe von Zürich, also von Zürich nach Meilen. Hat sich dort nicht sehr gut bewährt, weil die Leistung war etwas zu schwach. Dann hat man ihn später umgebaut. Die Leistung, auch nach dem Umbau mit 99 PS, wirklich überaus gering. Die Dampftriebwagen hatten ihre bescheidene Blütezeit um die Jahrhundertwende. Sie fuhren auf den Nebenstrecken einigermaßen wirtschaftlich, weil der Dampfkessel für diese Fahrzeuge eine recht günstige Einbaugröße hatte. 1948 wurde er ausgemustert, in einem Schuppen abgestellt und vergessen. Dadurch entging er den Schweißbrennern. Heute ist er von Grund auf renoviert. Ein Schmuckstück der Eisenbahngeschichte. Er wird mit Sicherheit noch ins nächste Jahrtausend dampfen. Sein Preis unbezahlbar. Das war Eisenbahnromantik. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß daran, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und gute Fahrt.